Hallo Leute, hi, ich bin's, der Andi. Bevor es heute hier und jetzt losgeht mit unserer super Sonderspezialausgabe der Apokalypse, kurzer Hinweis von mir. Wir hatten enorme technische Schwierigkeiten bei der Aufzeichnung. Ihr werdet es auch merken, wenn ihr euch das Ganze anhört. Die Aufzeichnung ist jetzt schon auch ein bisschen her, die haben wir im Februar bereits gemacht. Glücklicherweise hatten wir zwei sehr interessante Teilnehmer mit Lars, der viel für Geekwhisper macht und durch Nerd ist, sowohl dem Maxim, dem Autor auch von Plan Plan Productions und auch Zeichner, der junge Mann ist gerade mit einem Abitur und hat trotzdem die Zeit gefunden, auch noch teilzunehmen. Wir haben zu dritt ein ganz tolles Gespräch geführt, hatten nur leider ein bisschen technische Schwierigkeiten. Deswegen ist meine Spur zum Beispiel völlig weg. Ich habe hier also nur die Backup-Spur, die klingt okay, hat aber einen enormen Hall. Und seid diesmal bitte nicht überrascht, wenn das nicht so ganz so gut klingt, wie ihr es gewohnt seid. Ganz am Ende kommt dann noch ein Spezialgast, nämlich der Engin, den wir auch kennen von seinem Comic-Kanal Comic Engine. Mega geil, auch ein super Dude, nur leider technisch auch absolut nicht am Start gewesen. Irgendwas hat da gar nicht geklappt. Es war ein Riesenrauschen. Er klingt wie ein R2D2 und ist ganz am Ende nochmal ganz kurz in der Aufnahme zu hören. Also er war offiziell dabei. Ihr könnt ihn auch raushören, aber da ist es leider zu keinem Gespräch gekommen. Nun aber viel Spaß bei dieser mega super Sonderspezialausgabe der Apokalypse hier beim Telestammtisch. Lasst krachen und ja, genießt es einfach mal, ne? Herzlich willkommen. Wir sind wieder alle zusammen da, hier und heute beim Telestammtisch. Das ist die niegelnagelneueste Ausgabe, wo ich mal gerade nicht so genau weiß, welche Nummer das eigentlich ist. Aber sei es drum, es ändert nichts daran, dass wir heute wieder eine erlesene Auswahl an Gästen am Start haben. Ich begrüße hier heute herzlich erst einmal zwei Personen in der Runde. Später werden wir eventuell nochmal um ein oder zwei weitere Personen verstärkt werden. Nummer eins, beziehungsweise der erste Gast, den ich heute begrüße, ist jemand, der im Autorenkollektiv des Indie-Verlags Plan Plan Productions aktiv ist, der die Jungs noch viel besser kennt als ich. Und das ist schon nicht einfach. Und der auch jede Menge geilen Scheiß bis jetzt dort publiziert hat. Moin, Maxim. Wunderschönen guten Abend, danke dir. Nummer zwei in der Runde ist der von mir auch geschätzte Kollege, der inzwischen auch für Geekwhisper ganz viele Sachen als freier Autor mitschreibt und auch schon langjähriges Mitglied im Panini-Forum ist und deswegen hier in der heutigen Runde mindestens so gut reinpasst wie alle anderen auch. Moin, Lars. Moin, moin. Es freut mich sehr, dass es heute geklappt hat, dass ihr auch quasi trotz aller technischen Hindernisse da heute hier beim Telestammtisch dabei seid. Und ich würde mal sagen, wir fangen das Ganze mal ein bisschen entspannter an. Ich habe mir eine Idee geklaut von den Jungs von Kino Plus. Sag mal, Lars, was hast denn du eigentlich zuletzt gelesen? Oh, gute Frage. Wenn wir die tägliche Bibellese mal weglassen, dann war das Letzte, was ich gelesen habe, ich würde behaupten, tatsächlich einer der Mangas für Geekwhisper. Da würde ich mal auf Teil 2 von Shinigami X-Doktor tippen. Also ein Manga. Das ist ja ein Thema, das wir heute auch nochmal besprechen wollen, weil du quasi zu den Mangas auch gekommen bist. Vielleicht mal so ganz, ganz grob, nur in wenigen Worten, wie hat es dir gefallen? Würdest du die Serie empfehlen? Wie fandest du es? Wie, hast du meine Rätsel nicht gelesen oder was? Aber vielleicht, ich habe sie selbstverständlich gelesen. Naja, vielleicht hat sie noch nicht jeder Zuhörer da draußen gelesen. Nee, also mir gefällt die Serie ganz gut. Ich würde sie tatsächlich auch empfehlen. Nachher kommen wir vielleicht noch ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Das ist so eine Mischung aus Horror und Science Fiction. Ich weiß nicht, so der kleine Horrorladen, irgendwelche Horrorpflanzen, die Menschen infizieren und ja. Wie gesagt, ich kann das nachher ein bisschen mal genauer beschreiben. Also ist eine ganz gelungene Mischung und viele Stilelemente, die mich an Mangas so normalerweise abschrecken, hat die Serie eben gerade nicht. Von daher ist das auch für Leute durchaus lesenswert, die normalerweise, wenn sie große Glubschaugen sehen oder ähnliches, gleich auf Abwehrhaltung gehen. Auch für solche Leute durchaus geeignet. Ja, cool, das klingt spannend. Also, ja, also von mir gibt es eine Empfehlung. Was nicht Mangas, Maxim, liest du gelegentlich auch mal einen Manga? Mangas tatsächlich so gut wie gar nicht. Das Einzige, was ich mal in Mangas gelesen habe, und ich weiß nicht, ob das zählt, ist Professor Layton, diese Reihe, die sie da zu den Spielen rausgebracht haben. Aha, okay.
Unsere Klassiker wie Detektiv Conan, aber sonst nichts großartig, leider. Was hast du denn zuletzt gelesen? Bei mir ist gerade was ganz anderes. Ich habe gerade auf dem Nachttisch liegen hier dieses Fire and Fury, dieses Enthüllungsbuch über Donald Trump, was da jetzt so groß in den Medien war zuletzt. Und wenn du auf Comics zu sprechen kommen willst, dann ist es gerade Batman, der Tod der Familie von Scott Snyder, wenn ich ihn richtig ausspreche, und Greg Capullo. Ah, der Trader, ne? Ja, genau, der ist von Panini, der ist Nummer, ich weiß gar nicht, welche Nummer es ist. Auf jeden Fall ist der Trademark, genau. Liest du denn eigentlich viele Comics, wenn du ja selbst auch so kreativ bist, so als Inspirationsquelle oder eher nicht so? Generell ja, auf jeden Fall. Da bin ich aber allerdings eher so in der Funny-Schiene unterwegs. Und in letzter Zeit komme ich leider relativ wenig dazu, weil ich gerade so ein bisschen Abi-Stress und so habe. Aber ich hoffe, dass es danach dann wieder bergauf geht, was Comics lesen angeht. Ja, gerade da Da freut muss es ich mich. nachhaken. Also Wie bei den bitte? Funnies. Bei den Ja. Funnies, was liest du da? Da habe ich jetzt, das, was ich jetzt aktuell so am meisten gelesen habe, war zuletzt die ganze Simpsons-Reihe von Panini, also auch so solche Klassiker, aber auch sehr gerne Zeugs von Don Rosa und so. Genau. Okay. Das sind so. Und was ich jetzt bis vor kurzem noch im Abo hatte, war das Mad-Magazin. Das habe ich jetzt aber, glaube ich, nee, das habe ich jetzt nicht mehr im Abo. Also ich habe es abonniert, aber es bekomme ich immer noch zugeschickt. Also wenn das irgendwer von Panini hört, es stört mich nicht. Ihr könnt gerne weitermachen damit. Ach ja, und auch solche Sachen, die ich sehr gerne lese, ist Walter Mörs und so, solche ziemlich eher abgedrehteren Humor, dunkleren Humor. Das hat man wirklich selten. Also, das ist, hat man selten mal jemanden sagen, dass das so Sachen sind, die er wirklich auch gern liest. Ich weiß, dass hier speziell jetzt diese ja, Funnies in Deutschland auch wirklich einfach einen relativ schwierigen Stand haben. Ne? Also, jetzt Ja, gerade sowas auf jeden Richtung, Fall. was so cartoonige Sachen auch ein bisschen sind, das verkauft sich jetzt nicht unbedingt wie geschnitten Brot. Wobei da ja Panini auch jetzt in den letzten Jahren mal vermehrt was draufgesetzt hat, wo sie Marvin Clifford und so und diese, wie heißt er nochmal, Einbilder und so da reingeholt haben, ne? Und Sarah Borini mit dem Ponyhof. Das war jetzt ja, haben sie jetzt auch mal ihre Schiene da ein bisschen ausgebaut, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, da bin Ich ich. stehe hier eher so auf die ganz klassischen Sachen. Ich weiß gar nicht, kennt ihr die Abenteuer der Minimenschen oder die blauen Boys und so, solche Ja, die kenne ich Sachen? tatsächlich auch, ja. Also habe ich auf jeden Fall schon mal von gehört, von den Minimenschen, ja. Also das ist ja eher so der klassische Funny. Das, was du eben beschrieben hattest, so Simpsons oder sowas, das ist ja nicht so klassisch eigentlich, ne? Nee, das stimmt. Also aktuell jetzt denke ich mal, aber das Größte, was es da auf dem Comicmarkt gibt, an Simpsons Comics, was ich überlege gerade, habt ihr da irgendwelche Verkaufszahlen oder sowas im Kopf? Sind das so die aus der Funny-Schiene von Panini, die am meisten verkauft werden, diese Heftformate? Das weiß ich nicht. Nee, also war es nicht so, dass die Simpsons sich noch rechnet? Futurama haben sie ja, glaube ich, eingestellt, weil das Genau, gar nicht das so habe ich lief. auch so im Hinterkopf, Und dass die jetzt. Futurama eingestellt haben. Erst hatten sie es irgendwie auf 2 Monate dann ausgeweitet und vorher war es ja monatlich und dann irgendwann komplett eingestellt, weil sich einfach nicht mehr gerechnet hat. Und jetzt kommt ja die Collection, die neue, die wahrscheinlich schon ein Zeichen dafür ist, dass sie das macht man ja nicht ohne Grund. Also, die werden schon denken, das wird sich wohl verkaufen, schätze ich. Ich denke auch, Ich ja. sag mal, die erreichten Nummern stehen ja eigentlich schon dafür, dass sich das ganz gut verkauft, oder? Weil Ja, sie das wollen die stimmt. 200 denn oder wo Mittlerweile. sind die? Ja, die sind schon Ja. drüber, glaube ich. Ich glaube, die sind schon mittlerweile fast an der 300 dran, oder? Ich kann mal eben nachgucken, aber ich weiß es. Also, als ich aufgehört habe zu lesen, da waren sie auch auf jeden Fall schon über die 200 drüber. Okay. Die Simpsons, die sind für mich auch immer so eine Heftreihe, die ich halt eher noch als damals die Superhelden als Kind mitgenommen habe. Ja? Also so auf Reisen oder so an der Tankstelle dann noch das Simpsons-Heft mitgenommen habe. Das hatte ich eher da noch, als ich das jetzt bei Superhelden hatte. Ich vermute mal, dass es heute immer noch ähnlich ist, dass man das eher noch so im Kiosk oder Supermarkt kriegt, als es jetzt vielleicht wirklich der Superman-Comic ist. Aktuell sind sie bei Nummer Das. 244. Okay. Doch noch nicht so, 250 ungefähr. Also Simpsons, denke ich, ist auch eher was für die Laufkundschaft, weil das auch keine großartig zusammenhängenden Storylines über mehrere Monate oder sonst irgendwas Ja, sind, ne? genau das auf jeden Fall. Und Ja. das ist auch so tatsächlich das. Ich habe auch viele Serien von Marvel und DC angefangen, weil die hatten jetzt ja auch in den letzten Jahren diese ganzen. Ja, was soll ich sagen? Neuanfänge, Neustarts, um die ganzen neuen Leser reinzuholen. Allerdings habe ich dann immer so nach 10 Nummern, 12 Nummern irgendwie, habe ich das vergessen zu kaufen und so, und dann bin ich nicht mehr wirklich reingekommen. Deswegen bin ich da mit diesen One-Liner-Geschichten so ein bisschen besser bedient irgendwie. Ja, steht ihr eher so auf langlebige Geschichten oder langlebige Serien, so Ongoings, oder sind es vielleicht doch eher so abgeschlossene Kurzgeschichten, die euch gefallen? Boah, das ist pauschal schwer zu sagen.
Also vom Grundsatz her bin ich jemand, der liebt Geschichten, die sich entwickeln und das dann auch gerne über längere Zeiträume. Wobei das gerade bei den Superhelden, also was mich kolossal nervt, sind tatsächlich die ewigen Neustarts. Also da kannst du mich jagen mit. Ich komme eigentlich auch aus der Heftchenecke eigentlich eher. Also beim Lesen habe ich nicht wirklich mit Comics angefangen, sondern mit diesen Heftchen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, John Sinclair, Perry Rhodan und Ja, sowas. klar. Ah, ja, klar. Und speziell bei Letzterem bin ich wirklich eine halbe Ewigkeit dabei gewesen. Und da ist es ja auch so, die Serie, das ist tatsächlich eine fortlaufende Serie, die fängt Handlungsjahr 1971 an, das Heft erschien 61 und ist bis heute eigentlich eine fortlaufende Geschichte. Und die wird eigentlich in sogenannten Zyklen erzählt, in der Regel 50 oder 100 Hefte, sprich über 1 oder 2 Jahre wird die Geschichte erzählt und die haben es tatsächlich fertiggebracht, dass die regelmäßig tatsächlich alles das, was sich an Veränderung ergeben hat, regelmäßig am Ende eines Zykluses wieder zurückdrehen. Und das hat mich irgendwann auch mal rausgebracht bei der Serie, weil Okay. mich das auch permanent genervt hat. Also da gab es tatsächlich mal so einen groß angelegten Zyklus über, ich will jetzt nicht lügen, 400 Bände. Also der lief 8 Realjahre und da hatte sich tatsächlich einiges an Veränderungen ergeben. Ja. Und am Ende gab es tatsächlich 2 Hefte und das war auf Null gestellt. Und da habe ich gesagt, ihr seid noch nicht ganz dicht, das Ja. kann auch nicht angehen. Wobei ich Fand ich ein generell so, bisschen also, sorry. schade. Ja, Wobei ich also generell fand ich solche sehr. damals. Ja. Sorry, es ist gerade. Wolltest du noch was sagen? Bist du schon fertig gewesen oder Nee, nicht? ich habe den Eindruck, das muss raus bei dir. Also. Nein, ach, das ist gar nicht so dringend. Ich wollte nur gerade meinen Gedankengang sie nicht wieder vergesse. Wobei ich generell solche sehr langlebigen Comics und so, da bewundere ich auch die Zeichner und die Autoren, die dahinter stehen, das so lange durchzuziehen. Vor allem, weil ich jetzt gerade gelesen habe auf Twitter, Charles M. Schulz, der Peanuts-Schöpfer, der hat heute vor. Oh Gott, ein paar Jahre, ich weiß nicht wie viele Jahre, auf jeden Fall seinen allerletzten Sonntagsstrip veröffentlicht und das war ja auch, was weiß ich, wie viele tausend Sachen er da alleine rausgehauen hat. Und anders als heute, wie bei Garfield oder so, mit so einem riesigen Autoren- und Zeichnerteam, wo Jim Davis selber gar nichts mehr mit zu tun hat, der hat das ja tatsächlich alles wirklich selber gemacht und das finde ich sehr beeindruckend. Heute soll es ja um auch so das ein oder andere Thema gehen und ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen so einen Eindruck davon, wo ihr in der Comicwelt steht, auch was ihr gerade so aktuell lest. Ja, ich würde einfach mal mit dir anfangen, Lars. Wir sind jetzt ja nur seit geraumer Zeit Kollegen, ne? Und gerade deshalb freut es mich, ja, quasi, man kommt nicht umhin. Also es ist halt schon irgendwie ganz cool, dass man halt irgendwie da so im Team sich halt auch ein bisschen mal zu Comics äußern kann und da auch mal seine Meinung runterrattern kann. Und hab ja vor allem auch deine Arbeit, ist wirklich Arbeit gewesen, was du da auch im Panini-Forum gemacht hast. Du hast dir ja komplett auch die DC Dark-Sparte vorgenommen gehabt, ne? Du willst gerade mein ganz schlechtes Gewissen wecken, ne? Wieso? Fehlt da noch was? Ich bin da noch lange nicht durch mit. Ich komme da aber einfach nicht mehr zu. Also Leute, tut euch da mal den Gefallen, wenn ihr da, ich mache ja irgendwie gerade sehr viel Werbung für das Forum. Wenn ihr da mal ein bisschen Zeit habt, lest euch da mal rein. Der junge Mann hat das sehr ausgiebigst auseinandergenommen und auch schön was zu geschrieben. Also da mal klare Leseempfehlung. Und seit geraumer Zeit hast du wohl auch die Mangas für dich entdeckt, ne? Wie sind eigentlich dazu gekommen? Ja, also es hat alles damit angefangen, dass du ja einen Aufruf im Parfo gestartet hattest, dass Geekwhisper Autoren sucht und Leute, die sich da beteiligen. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, ich habe ja diesen DC Dark Reread gestartet im Parfo, der ja in der Tat auch so ein bisschen in die Richtung dessen geht, was ihr da bei Geekwhisper eigentlich treibt. Und ja, da habe ich mich beworben und irgendwie wart ihr schier begeistert und wolltet mich dabei haben. So ist das dann gekommen. Und also mein Anliegen ist es tatsächlich eigentlich gewesen, dass ich die Möglichkeit, kostenlos an Rezensionsexemplare zu kommen, dazu nutzen wollte, tatsächlich meinen Horizont so ein bisschen zu erweitern und einfach mal in Sachen reinzuschnuppern, bei denen ich eigentlich nie auf die Idee kommen würde, mir das Teil tatsächlich zu kaufen. Und speziell Mangas sind dann ein Bereich, wo ich bislang noch nicht so wahnsinnig viel kenne. Ich will jetzt nicht lügen, in den 90ern erschienen bei Carlsen mal 2 Serien, die ich gelesen habe, Sarah und ich glaube 2001 Nights hieß das eine. Das war so eine Science-Fiction-Serie. Fand ich damals relativ gut. Damals hat man die Mangas auch noch neu sortiert und ja, versucht, an westliche Lesegewohnheiten ja, anzupassen. Sprich, man hat ganz normal von vorne nach hinten, von links nach rechts gelesen.
Also die hatten mir damals gut gefallen. Ich bin aber trotzdem irgendwie nicht bei den Mangas geblieben. Das war dann auch so, dass das, was die ganz ja, bekannten und populären Serien waren, die fand ich alle eigentlich richtig schlecht. Auch das, was man so an Animes aus dem Fernsehen kannte, was später so kam, Dragon Ball Z und wie das alles nicht heißt, Sailor Moon und alles Sachen, mit denen du mich jagen konntest. Ich habe dann jetzt aber tatsächlich mitbekommen, dass es dann auch ein riesiges Angebot inzwischen gibt in Deutschland an Mangas und dass es da auch richtig viele verschiedene Richtungen gibt und wie gesagt, mein Einstieg bei Geek Whisper, den habe ich jetzt tatsächlich genutzt, um mir so nach und nach so einen kleinen Überblick zu verschaffen, was es da eigentlich gibt und ob das nicht vielleicht doch was für mich wäre. Wobei ich sagen muss, dass ich auch bei den Comics eigentlich immer großen Wert auf den Inhalt und die Geschichten lege und weniger auf die Machart, also wie es gezeichnet ist oder ähnliches, da bin ich relativ schmerzfrei. Die Story ist mir eigentlich mit am wichtigsten, auch bei Comics, weil auch Comics liest man, die guckt man sich nicht nur an. Ganz kurz, die haben die tatsächlich diese ganzen Mangas umsortiert, damit man die ganz normal hier im Westen die lesen konnte? Ja. Das ist ja Wahnsinn, wie Aufwand gewesen so in der Redaktion? Ja. Also wie gesagt, wenn du dir aus den 90ern mal Mangas ziehst, ich glaube, die erschienen damals bei Carlsen auch, die ich da gelesen hatte, die kannst du ganz normal von vorne nach hinten und von links nach rechts lesen. Okay, also ja, mit den Sprechblasen und so, das muss ja unglaublicher Aufwand gewesen sein. Den haben die aber tatsächlich getrieben. Verrückt. Und also ich bin jetzt ja nur Laie, was diesen Manga-Bereich angeht, aber ich habe das Gefühl, das ist ja schier unendlich großes Angebot. Das ist quasi unmöglich, sich da so einen Überblick zu verschaffen. Macht man das da wie bei Comics und fängt einfach mal bei der 1 an? Oder sind das ja auch alles große zusammenhängende Welten und Universes wie so DC und Marvel, wo ich echt mal den Einstieg erstmal finden muss? Also da habe ich mir von vornherein gesagt, dass ich nicht in laufende Serien einsteige, weil ich sage, da fehlt mir dann einfach zu viel auch an Hintergrund. Und wenn ich da dann auch noch eine Rezension zu schreiben soll, das kann inhaltlich nur Unfug sein, was ich da schreibe. Deswegen habe ich tatsächlich mich auf Neustarts konzentriert und mir zu einigen Serien jeweils die Nummer 1 besorgt, beziehungsweise besorgen lassen. Und einfach um zu gucken, dass ich bei den Serien von Anfang an dabei bin und dann auch halbwegs fundiert was dazu schreiben kann, ohne dass mir die Hintergründe dazu fehlen. Schwierig ist das natürlich, wenn ich jetzt versuche, irgendwo Vergleiche zu ziehen, also speziell Leser, also solche Leute, die bei uns bei Geek Whisper lesen und selber schon Mangas lesen, denen wird bei mir einiges fehlen, wenn ich was dazu schreibe. Aber wie gesagt, ich konzentriere mich dann wirklich nur auf die Serie an sich und bewerte die an sich, ohne großartige Vergleiche dann zu ziehen. Mhm. Und wie gesagt, ich versuche das dann jeweils anhand einer Nummer 1. Habe da jetzt, ich glaube, die ersten 4 oder 5 Serien habe ich mir jetzt schon mal angeguckt und auch schon die Rezension zu eingestellt. Ich habe aber bei mir in der Bestellliste, da ist doch ein riesiger Katalog von 9 Nummer 1en drin. Die kommen dann jetzt alle im Februar bis April irgendwann raus. Und da ist schon einiges mit dabei, was richtig interessant klingt. Ich bin da jetzt ja mal ein bisschen provokativ. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass für mich als Laien sehen die alle gleich aus. Da gibt es überhaupt keine Unterschiede. Das sind alles Leute mit großen Augen, die irgendwie lange Haare haben und aussehen wie der Typ aus Yu-Gi-Oh! Hat dich das in irgendeiner Art und Weise abgeschreckt? Weil ich glaube, dass das bei vielen natürlich ein Thema ist, warum sie den Einstieg an Mangas vielleicht gar nicht erst wagen. Ich glaube, für die Aussage würden dich hier einige Manga verklünchen. Ja, ist auch provokativ. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, die Gedankengänge, weil das sind meine gewesen. Also ein Manga, der aussieht wie Sailor Moon, da könnte ich nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Aber ich habe tatsächlich auch einen gehabt, ich glaube, das war sogar der erste, den ich für Geek Whisper rezensiert hatte. Infection heißt der. Also wenn man sich da das Cover anguckt, das ist schon, da gibt es das klassische Mädchen in Uniform. Und dann gibt es noch ein Mädchen, das ist dann auch, sieht auch ein bisschen wie eine Schuluniform dann aus und hält dann eine Dose vor ein recht prägnantes Körperteil, wo man sich dann auch wieder sonst was bei denken kann. Und ich hatte mir den eigentlich gekauft, weil ich dachte, das ist ein Horrorcomic. Es geht also um irgendwelche Maden, die Menschen befallen und die dann zu Zombies machen. Und die Geschichte fängt eigentlich damit an, dass ein Junge und ein Mädchen werden im Schrank eingeschlossen, weil sie zueinander kommen sollen, also der Klassiker. Und das Problem ist, die holt keiner wieder raus, weil die alle von diesem Mahn befallen werden.
Und nach ein paar Tagen kommen sie dann mal, finden sie da irgendwie einen Ausweg und sind dann halt in einer Welt, die nicht mehr ganz so ist wie die, die sie damals verlassen hatten, als sie in den Schrank gegangen sind. Und die Story, die ist an sich relativ simpel. Ich sag mal, Zombie-Gesplättere, der Standard halt. Aber was mich an dem Comic so wirklich, also an diesem Manga massiv gestört hat, das sind tatsächlich diese, ich glaube, im Manga-Bereich nennt man das Edgy-Elemente. Das sind diese sehr sexualisierten Darstellungen. Mhm. Also da gab es eine Seite, wo ich gedacht habe, ich bin echt im falschen Film. Ich glaube, der ist auch ab 16 wird er erst verkauft. Da gab es auch gute Gründe für. Also da wird dir permanent nacktes Hinterteil wirklich ins Gesicht gehalten. Also die springen quasi aus den Seiten. Und es gab ein Panel, das fand ich richtig schlimm, weil die waren wirklich mehrere Tage ja in dieser Kammer da gefangen. Und irgendwann musste ja auch mal. Und es hat tatsächlich ein Bild, wo sich das Mädel eine Dose vor ihr Geschlechtsteil hält, wirklich, und da reinmacht. Und das wird, also das springt dir wirklich raus und die hat einen Gesichtsausdruck dabei, wo du denkst, das geht gar nicht. Ach, also die macht da was anderes, als ihre Notdurft verrichten. Also mit sowas kann ich wirklich überhaupt nichts anfangen. Sowas gibt es dann eben auch. Ja, das ist wahrscheinlich alles so ein Teil, der halt. Sind auch so verschiedene Stile, die es da natürlich gibt. Das ist schon ein bisschen plakativ zu sagen, Manga sind natürlich alle gleich. Mir ist schon klar, dass da ganz viele verschiedene auch Richtungen gibt, Untergenres, Subgenres, und das ist mir schon klar. Die kann man da nicht alle in einen Topf werfen. Aber vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen mal so einen Überblick geben jetzt über diesen Manga-Markt. Ich habe jetzt mitbekommen, dass die Tage wohl auch, also die Tage, das ist auch schon ein paar Wochen her, gab es wohl auch, glaube ich, einen neuen Manga-Verlag, der jetzt hier in Deutschland publiziert, der auch, ich glaube, die hatten so ein blaues Logo, weiß ich nicht, ob du da was mitgekriegt hast. Was gibt es denn so für Manga-Verlage in Deutschland und wo unterscheiden die sich vielleicht auch, im Programm oder in der Verarbeitung? Also es gibt tatsächlich sehr viele Manga-Verlage oder Verlage, die auch Mangas veröffentlichen. Die meisten haben ja tatsächlich sogar ein richtiges Manga-Sublabel, sag ich mal. Also was ich bislang hatte, sind Egmont hat ein eigenes Manga-Label. Dann habe ich zum Beispiel Kase Manga. Die bringen relativ viel raus und auch recht interessante Sachen. Dann habe ich hier noch liegen Carlsen Manga habe ich. Schreiber und Leser hat tatsächlich auch Mangas im Angebot. Und dann gibt es diesen neuen, den du genannt hattest, Ultraverse oder Adverse oder irgendwie sowas. Ja, das kann sehr gut sein. Irgendwie so hieß der, meine ich. Da habe ich mir auch schon ein paar Sachen rausgeguckt, die kommen aber erst später raus. Also da gibt es ganz, ganz viele Verlage. Wobei ich sagen muss, dass die in der Regel von der Aufmachung her relativ identisch sind. Die haben alle dasselbe Format. Haben dann, wie gesagt, dieses typische von hinten nach vorne und von rechts nach links lesen. Also da tun die sich alle wirklich nicht viel. Also die sind absolut vergleichbar. Und ich weiß nicht, wenn du mal in einen Comicshop gehst, der auch Mangas führt oder eine Bahnhofsbuchhandlung, die sind alle genormter von den Formaten her. Also die tun sich da wirklich überhaupt nichts. Auch von den Preisen her sind die relativ dicht beieinander. Auch was die Dicke angeht. Also wenn du da nicht gerade irgendwo so eine Sammelausgabe von mehreren hast, das ist alles deckungsgleich. Also der einzige Expo, ja. Was mir gerade einfällt, Tokyo Pop ist auch noch relativ groß, oder? Gibt es die denn noch, oder? Sind die auch ein Imprint von irgendwem? Nee, das ist, die haben sogar, glaube ich, noch Imprints. Ach, tatsächlich, okay. Ja, also Tokyo Pop habe ich auch irgendwas bestellt, aber die kenne ich bislang eigentlich nur von Bone, aber das ist ja kein Manga. Also das kenne ich tatsächlich sogar, das habe ich mal durchgeblättert in der Buchhandlung. Kann man irgendwelche Unterschiede im Programm ausmachen, dass die einen mehr so junge Mädels und Jungs bedienen, die anderen gehen vielleicht mehr auf Horror, irgendwelche machen mehr so die Sexschiene, kann man da Unterschiede ausmachen? Also mein Eindruck ist tatsächlich, dass die meisten Manga-Verlage versuchen, also alle Schichten anzusprechen, also jedes Publikum. Und was ganz großer Markt zu sein scheint, und das ist so gar nicht mein Ding, da habe ich mir auch nichts gezogen, weil, wie gesagt, da kann meine Kritik nicht wirklich gut oder fundiert ausfallen. Was wohl ein ganz großes Thema ist, ist Boys Love, also wohl für Homosexuelle. Oder auch diese ganze Romance-Schiene, die ist auch nicht so wirklich meins. Ich hatte mir da allerdings tatsächlich mal einen gezogen, und zwar die Tanuki-Prinzessin. Den fand ich eigentlich ganz witzig, weil es da so einen mythologischen Hintergrund auch gibt, der mich durchaus interessiert hat.
Da ist die Ausgangsvoraussetzung so eine ganz wilde, also der Plot, wie das eigentlich anfängt, das ist so ein 17-jähriger Junge, der macht sich eigentlich Gedanken, dass er gerne studieren möchte und dann halt in eine andere Stadt muss. Und seine Eltern haben da ganz große Probleme mit, vordergründig, weil er ihren Laden mal übernehmen soll. Tatsächlich haben die aber so ein kleines Familiengeheimnis. Und zwar sind das wohl die Hüter der Tanukis, also das sind so Marderhunde. Und da gibt es wohl so einen Tanuki-Gott und so einen Schrein, den behütet die Familie wohl. Und was sie ihrem Sohnemann nie erzählt haben, ist, dass er irgendwann mal dazu bestimmt ist, eine Tanuki-Prinzessin zu heiraten. Also ein Marderhund. Ich dachte schon zu werden. Klingt völlig bescheuert. Aber ich fand den Hintergrund, ich fand das eigentlich, also die Grundidee fand ich erstmal ganz witzig und habe mir das dann auch mal angeguckt. Und die Serie, die ist tatsächlich, also die ist wirklich witzig auch zu lesen, weil diese Tanuki-Prinzessin, die kann sich natürlich auch in einen Menschen verwandeln. Okay, und das wäre dann so ein bisschen weird. Ja. Ja. So, und du musst diesen Marder heiraten. Genau. wobei, ist ja eigentlich so, aber ja. Sie kann sich in einen Menschen verwandeln und versucht in dieser menschlichen Gestalt halt interessant für ihren versprochenen Ehegatten zu werden, indem sie versucht, ihm halt zu gefallen. Ich hatte das in meiner Rezension auch geschrieben, für Feministinnen ist das überhaupt nichts, weil die versuchen wirklich alles, um ihn von sich einzunehmen. Und dabei gibt es halt auch immer wieder wirklich witzige Situationen. Also zum Beispiel, da versucht sie sich zu waschen und sieht dann, dass die Wäsche halt auch mal in der Waschmaschine landet. Und dann denkt sie, als Marder kann sie dann ja auch in die Waschmaschine und versucht sich daran zu reinigen. Oder es gab eine Situation, da tauchen so kleine Tanuki-Junge auf. Und das löst in ihr dann so den Paarungsdrang aus. Gibt dann auch so eine ganz witzige Szene eigentlich, wo sie dann auf diesem 17-Jährigen draufliegt und ihm versucht deutlich zu machen, dass sie sich jetzt gerne vermehren würde. In welcher Gestalt? In Gestalt des Malers oder in Gestalt? Nein, in menschlicher Gestalt. Ach so, okay. Das ist tatsächlich nicht so explizit, wie sich das jetzt anhört, sondern das ist wirklich alles noch relativ süß und harmlos gezeichnet und da schmunzelt man mehr mit, als dass man da abgestoßen ist. Also das ist wirklich süß gemacht und nach der Werbung soll das wohl auch nicht nur Mädchen, sondern eben auch tatsächlich Jungs ansprechen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es für Pubertierende durchaus witzig und interessant zu lesen ist, ohne dass da eine übermäßige Sexualisierung eigentlich dargestellt wird. Also finde ich wirklich gut gemacht, aber wie gesagt, pubertierend bin ich nicht mehr, für mich ist das nichts. Aber für die Zielgruppe dürfte das tatsächlich was Hochinteressantes sein. Aber wo du gerade die Zielgruppen ansprichst, ich hatte das Glück, vor einigen Jahren mal zweieinhalb Wochen Urlaub in Japan zu machen und habe da so einen ganz guten Eindruck, also einen ganz groben Eindruck davon, wie so diese Manga-Welt da in Japan aussieht. Und wie du jetzt schon sagst, also es gibt ja eigentlich Mangas für so ziemlich jede Zielgruppe. Da ist also jetzt nicht auf irgendein Alter festgelegt oder auf irgendein Geschlecht. Also da kann ja eigentlich jeder was finden. Hast du diesen Eindruck auch? Und hast du auch den Eindruck, dass jetzt auch in Deutschland für jede Altersgruppe da was erscheint? Also den Eindruck habe ich absolut. Da ist wirklich für jeden was dabei. Ob das nun junge Mädchen, junge Jungs sind oder tatsächlich auch erwachsenere Leser, da ist für jeden was dabei. Also bei dem, was ich bislang so als an Serien auch gelesen habe, da sind jetzt zwei dabei, wo ich sage, ist nicht meins. Die habe ich jetzt beide auch schon genannt gehabt. Das ist einmal dieses Infection mit der, wo einem alle möglichen Körperteile ins Gesicht springen. aber für Horrorfans, die diesen Fanservice nennen, die das, glaube ich, in der Szene tatsächlich, die sowas gerne haben, die werden begeistert sein. Und die Tanuki-Prinzessin, die halt für die jüngeren Leser was ist. Dann gibt es aber noch zwei andere Serien, die für mich persönlich interessant sind, wobei ich sagen muss, dass mich an Genre tatsächlich eher so die fantastische Schiene interessiert, also Horror, Science Fiction, Fantasy. Das ist eher so mein Ding und da gucke ich auch ein bisschen weiter. Da ist einmal diese Shinigami X-Doctor, die erscheint bei Kase-Manga und die ist tatsächlich, wird mit dem dritten Band schon beendet sein. Finde ich total klasse. Ist auch was für erwachsenere Leser, auch wenn die Protagonisten eher jünger sind. Also die sind gerade mal volljährig und da weiß ich auch nicht, ob das unbedingt
sein müsste von der Handlung her. Da gibt es diesen Doktor, der, also diese Doktoren in dieser Welt sind in der Lage oder allein in der Lage, diese gefährlichen Pflanzen, von denen ich vorhin schon mal erzählt hatte, tatsächlich zu bekämpfen und Menschen von diesem Befall zu heilen. Und dieser eher androgyn dargestellte Doktor, ist die nächste Frage, ob das sein muss oder nicht, hat mich jetzt in dem Fall tatsächlich gar nicht gestört. Hat dann auch eine junge Assistentin, die wohl 14 Jahre alt ist, da weiß ich dann auch nicht, muss das sein. Aber das ist dann wahrscheinlich die Identifikationsfigur dann eben für jüngere Leser. Also von der Thematik her ist die Serie absolut auch für Erwachsene geeignet, auch für ältere Semester wie mich. Und genauso ist das zum Beispiel auch mit einer anderen Serie, die einen ja, schwer aussprechbaren Namen hat, Rock the Clockwork World. Ihr habt alles verstanden? Ja, doch, ich glaube schon. Ja. Ist ein leichter Zungenbrecher, also jedes Mal, wenn ich muss mich jedes Mal konzentrieren, wenn ich das aussprechen will. ist auch eine Fantasy-Serie und hat so einen schönen Steampunk-Faktor. Der hat mich eigentlich gereizt in der Leseprobe, die ich dazu mal in die Finger bekommen habe. Ist auch von den Zeichnungen her sehr detailliert. Also viele Mangas, so empfinde ich das, sind recht oberflächlich von dem, was da so gezeichnet wird. Aber speziell hier, wenn es dann darum geht, irgendwelche mechanischen Geschichten oder so darzustellen, da geht der Zeichner tatsächlich ordentlich ins Detail und das kann man sich wirklich gut anschauen. Und von der Thematik her, wie gesagt, dieser Steampunk-Faktor, der reizt mich schon. Also kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen. Ist auch nur auf drei Bände angelegt, dann leider auch schon beendet. Irgendwie, ja, greife ich da wohl immer zu den Serien oder die mir gefallen, das sind die dann auch schnell zu Ende sind. Man muss dazu sagen, es gibt auch einige, die wirklich lang laufen. Ich glaube, die Tanuki-Prinzessin, das sind zum Beispiel 9 Bände. Ich glaube, die ist dann aber auch schon abgeschlossen. Und ich weiß nicht, vorhin kam ja Detektiv Conan zur Sprache. Ich glaube, die läuft auch schon ewig, oder? Ja, das auf jeden Fall. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile so viele Sammelbände, die kannst du gar nicht mehr zählen. Das ist unglaublich. Und bist du da schon mal irgendwie mit auch was auf die Nase gefallen, mit einem Experiment, das du gewagt hast und dann offensichtlich nichts geworden ist? Wie meinst du jetzt? Also, dass nichts für mich ist, oder? Genau, dass du mal versucht hast, mal gekauft oder bestellt halt und dann war es halt nichts. Könnte ich jetzt so nicht sagen. Also, wo ich ganz große Probleme mit hatte, war so mit eins der ersten Comics, die ich jetzt für Geek Whisper mal rezensiert hatte. Das war allerdings kein Manga, auch wenn das von den Zeichnungen her so ein bisschen in die Richtung ging. Ich weiß nicht, ob du die Rezension gelesen hattest zur Affendämmerung. Ja, von Schreiber und Leser war der, ne? Ja, genau. Ja. Da hatte ich allerdings eigentlich nur inhaltlich die großen Probleme, aus Gründen, die ich da in der Rezension ja auch genannt hatte. Ansonsten zeichnerisch ist das absolut top. Und wie gesagt, wenn man da nicht so vorbelastet ist wie ich, dann findet man auch die Story total klasse. Ansonsten, dass ich wirklich mal einen großartigen Griff ins Klo gemacht hätte, kann ich eigentlich nicht sagen. Und schon gar nicht, wenn ich es gekauft habe. Ja. Bezüglich Detektiv Conan, ich habe gerade geguckt, die Serie läuft seit 2001 hier in Deutschland und mittlerweile sind sie bei Band 92, der ist im letzten Monat erschienen. Krass. Also es ist eine Serie, wo ich jetzt nicht einsteigen würde. Ja, weil du gerade nochmal die Rezensionsexemplare auch ja nochmal angesprochen hattest. Wir haben ja vor kurzem dieses Comic-Tuber-Special gehabt, bei dem ich eine Auswahl der deutschen Comic-Tuber am Start hatte. Und dann meinte der Comics so, dass man, so schön das ja auch ist, klar, du kriegst diese Comics, musst dafür erstmal nichts ausgeben. Du besitzt sie ja nicht, die sind ja quasi nur wie so eine Art Dauerleihgabe, das muss man ja auch mal sagen. Man kann sie also auch nicht verkaufen und damit irgendwas verdienen oder so. Im Endeffekt bist du gezwungen, dir eine Privatbibliothek daheim anzulegen. Was man halt nicht, was man immer bedenken soll, wenn man das macht, das habe ich seitdem auch so ein bisschen immer im Hinterkopf. Du hast ja für den Comic oder für den Manga dann effektiv nichts bezahlt. Das heißt also, man würde so ein Werk eben unter Umständen auch anders bewerten, wenn man wüsste, okay, ich habe dafür jetzt 14, 15, vielleicht sogar 20 und mehr Euro ausgegeben. Und wenn das dann nur eine gute oder durchschnittliche Geschichte ist, die aber dasselbe kostet wie eine richtig, richtig, richtig gute Geschichte, müsste sich das ja eigentlich irgendwie in der Bewertung niederschlagen. Ist das ein Aspekt, den du vielleicht auch berücksichtigst oder hattest du den genau wie ich eigentlich auch noch nicht so auf dem Schirm? Nee, da bin ich auch völlig schmerzfrei, was das angeht, wenn ich ganz ehrlich bin. Da sind wir jetzt aber nicht im Bereich Mangas. Aktuell bin ich gerade dabei, einen kompletten Verriss zu schreiben.
Und zwar zu einer DVD. Ich weiß nicht, ob ihr den Film, um jetzt mal ein bisschen vom Thema abzuweichen, wir können nachher gerne darauf zurückkommen, ob ihr den Film The Circle kennt. Ach, Name, ja. Wer spielt da mit denn? Emma Watson und Tom Hanks. Ja, kenne ich tatsächlich. Also haben Freunde mir von erzählt, die waren da letztes Jahr im Kino, genau. Ja, also ich kenne die Romanvorlage. Fanden die aber nicht so gut, auf jeden Fall. Ja, ich fand ihn weniger als nicht gut. Also der ist ganz, ganz schlimm, wobei ich habe mal ein bisschen recherchiert, speziell das Ende, was mich völlig entsetzt hat, also das hat mich wirklich entsetzt. Das soll auch von dem abweichen, was der Autor in seinem Roman eigentlich geschrieben hat, und das könnte ein Stück weit der Grund sein, warum der Film wahrscheinlich noch schlechter ist als der Roman, beziehungsweise warum er schlecht ist und der Roman vielleicht nicht. Ich kann da leider keinen Vergleich ziehen, weil ich den Roman nicht gelesen habe. Aber wie gesagt, die DVD habe ich auch umsonst bekommen, aber da bin ich auch, wie gesagt, völlig schmerzfrei. Das Ding wird einen Stern bekommen, so viel kann ich schon mal sagen, weil weniger geht ja nicht. Und was du gesagt hattest zu den ganzen Rezensionsexemplaren, wo man eine eigene Bibliothek anlegen muss. Ich habe zwei Stapel. Der eine Stapel behalte ich, der andere Stapel kriegt der Andi irgendwann mal zugeschickt. Ja, genau, das ist auch meine Methode, ja. Herzlichen Glückwunsch und schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, verlos das ruhig. Nee. und verweis am besten nicht auf die Kritiken dazu. Nee, also der Film, der geht dann auch in die Richtung. Und also wie gesagt, das macht für mich überhaupt keinen Unterschied. Auch bei Schreiber und Leser zum Beispiel, Tokyo Killers ist der erste Manga tatsächlich gewesen, den ich rezensiert hatte, von Jiro Taniguchi. Das ist wohl einer der Manga-Topstars schlechthin. Und bei diesen Tokyo Killers, das sind Geschichten aus den 80ern von ihm, die jetzt wohl erstmals in Deutschland erschienen sind. Ist ein schweineteures Teil, haben die mir auch zugeschickt. Habe ich aber, glaube ich, auch eine 3-Sterne-Kritik zugeschrieben, weil mich da tatsächlich einiges nicht so wirklich angesprochen hat. Über den Autor bin ich tatsächlich das erste Mal über das Nerd-Wanderpaket gestolpert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus dem Parfo. Ja. Vielleicht mal kurz erläutern, was das ist für diejenigen, die es nicht kennen. Ja, also das Nerd-Wanderpaket, das startet in der Regel im Mai eines jeden Jahres. Und wird von einem Foristen auf den Weg gebracht, der ein Paket packt, wo er alles Mögliche an Comics und sonstigen Nerd-Stuff reinpackt. Und ich glaube, letztes Mal waren wir roundabout 25 Leute. Da wird eine Reihenfolge ausgelost, an die das Paket dann verschickt wird. Und jeder, der das Paket erhält, kann da rausnehmen, was ihm gefällt und muss dann versuchen, gleichwertig wieder reinzupacken. Und schickt es dann eben weiter an die Person, die ihm genannt wird. Also man weiß immer nur, an wen man es schicken soll. Alles andere weiß man so nicht. Ist ziemlich spannend, die ganze Geschichte. Macht unglaublich viel Spaß, weil man da in diesem Paket Dinge entdeckt, auf die man sonst vielleicht gar nicht kommen würde und die man sich auch nicht kaufen würde. Und wenn sie dann im Paket kommen und man die gegen etwas austauschen kann, was man eh wieder loswerden wollte. Wobei, an der Stelle muss ich vielleicht erwähnen, das ist kein Schrottpaket. Also man packt schon wertige Sachen rein. Also es ist hochspannend. Und da habe ich beim letzten Mal tatsächlich zwei Comics von diesem Jiro Taniguchi gesehen und war lange am Überlegen, ob ich sie mir rausnehme oder nicht, weil die super interessant ausgesehen haben. Habe sie dann aber doch drin gelassen, weil ich beim Nerdwanne-Paket immer versuche, mich ein bisschen einzuschränken und nicht gleich das halbe Paket zu entnehmen. Ja. Und dann hatte ich bei Schreiber und Leser, da hat der Andi mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, von denen was zu rezensieren, weil da ein bisschen was fehlt. Und dann habe ich da einfach mal durchgeguckt und habe diesen Tokyo Killers dort gesehen und habe gesagt, ja, das wäre doch was. Ist es dann leider nicht gewesen. Also das ist auch kein typischer Mangaka, dieser Jiro Taniguchi. Er gilt gemeinhin als der europäischste aller Mangaka, weil er wohl von Größen wie Möbius und Ähnlichem beeinflusst wurde. Und das merkt man auch ein Stück weit. Bei den Zeichnungen war es aber so, dass mir hier tatsächlich die Gesichter der Protagonisten, die ähnelten sich wirklich stark, die konnte man teilweise wirklich nicht sonderlich gut auseinanderhalten. Das sind viele verschiedene Geschichten, die hier gesammelt wurden. Und die Hauptpersonen, die sahen teilweise wirklich identisch aus, so jedenfalls mein Eindruck. Und ja, die Geschichten waren teilweise, also gleich die erste, die war, also ich nenne es mal pseudolyrisch, um es jetzt nicht komplett verreißen zu wollen, aber das waren tatsächlich Bilder ohne Sprechblasen oder ähnliches und
ganz unten auf der Seite stand dann halt ein Text, der, ja, wie ich es eben schon nannte, pseudolyrisch war. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Oder es gab eine andere Geschichte, wo eine Killerin jemanden töten sollte, der sie ursprünglich mal ausgebildet hatte, sich aber wohl nicht so wirklich an sie erinnern konnte. Die haben wohl mal eine Affäre auch gehabt. Und bei ihr war es dann irgendwie so, dass sie ständig irgendwie versucht hat, ja, seine Aufmerksamkeit zu erregen, in der Hoffnung, in seinem Gesichtsausdruck irgendwie sehen zu können, dass er sie wiedererkennt und sich möglicherweise an das erinnert, was mal gewesen ist, bevor sie ihn dann umbringt. War dann auch irgendwie ja eine Motivation, die ging irgendwie so ein bisschen an mir vorbei. Zumindest konnte ich mich da nicht so richtig reindenken. Ob das jetzt daran liegt, dass ich ein Mann bin, ich weiß es nicht. Also fand ich schwierig. Also da habe ich dann auch 3 Punkte vergeben. Aber das ist auch eins von den Dingen, die dann tatsächlich irgendwann mal an Andy geschickt werden. Ja. Aber ich finde, man darf immer so ein bisschen nicht aus dem Auge verlieren. Wenn ich selber jetzt ein Produkt kaufen will, wo ich Bock drauf habe und überlege, mir da Geld für auszugeben, dann fände ich es schon irgendwie cool, wenn derjenige, der deine Rezension dazu schreibt, und wie gesagt, das habe ich selbst auch nicht so auf dem Schirm, so ein bisschen auch so dieses Preis-Leistungs-Verhältnis berücksichtigt. Natürlich ist es immer schwierig, man kann Kunst jetzt nicht bewerten und da auch ein Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon auch schwierig, aber dann ist natürlich für den einen ist das ein größeres Argument, für den anderen ein kleineres, je nachdem, wie auch das persönliche Budget so aussieht. Ich persönlich denke nur schon, und das sehe ich da halt eben durchaus ein Stück zur Arbeit, so wie der Comics das dann da auch gemeint hat, dass du mit den Rezensionsexemplaren eben kostenlos das zur Verfügung gestellt kriegst und das zumindest kostenlos lesen kannst. Und ja, jemand anders müsste halt Geld dafür ausgeben. Ich finde, das sollte mehr in Rezensionen generell, egal jetzt bei wem, nicht nur bei uns, sondern eben generell sollte sowas auch mal eine Rolle spielen. Und das tut's, finde ich, aktuell noch zu wenig. Was mich da jetzt mal interessieren würde, wenn ihr für Geek Whisper immer diese Rezi-Exemplare zugeschickt bekommt und ihr, angenommen, ihr würdet da einen komplett verreißen, wie du es gerade mit dem The Circle beschrieben hast, gibt es da teilweise auch von Verlagen so Rückmeldungen, so nach dem Motto, was sollte das denn? Oder nach dem Motto, wir schicken euch jetzt davon nichts mehr? Oder kommt sowas da gar nicht? Da bin ich noch nicht lange genug dabei, denke ich mal. Ich weiß nicht, wie es bei uns. Da muss man einfach sagen, ja, wir sind ja einfach freie Autoren. Das heißt also, das auch mal nochmal Aufruf an dieser Stelle. Geek Whisper ist eine tolle Community, die also einfach von Geeks für Geeks da ganz tolle Kritiken schreibt und wir sind da ja quasi freie Autoren. Wir verdienen da gar kein Cent dran, ganz im Gegenteil, wir haben da eigentlich jetzt nur diese, ja, einfach dieses tolle Feeling von der Community und eben ja diese neue Bibliothek, die sich bei uns zu Hause ansammelt, aber wir kriegen da keinen Cent und wenn jetzt ein Verlag irgendwie ein Feedback geben würde zur Rezension, dann würden wir das gar nicht mitkriegen, wahrscheinlich. Ach so, okay. Aber eher, weil es eben halt wirklich dann der Andi, der Chef von der Seite eben mitkommen würde. Allerdings muss man sagen, was ich mitbekomme, ist, dass gerade so Verlage wie Schreiber und Leser oder zum Beispiel auch Splitter, die sind so, gehen sogar so weit, dass die Rezension teilweise zitieren und da auch Werbung für machen. Ja? Also gerade wenn es eine sehr gute Kritik war, und das ist gelegentlich durchaus mal der Fall bei guten Comics, dann wird da auch auf Facebook entsprechend Werbung gemacht. Dann findest du auch speziell jetzt bei Schreiber und Leser und eben auch bei Splitter auch Links zum Beispiel zur Seite. Und das gibt's schon, aber so wirklich negatives Feedback. Also der Comics zum Beispiel hatte exemplarisch gemeint, dass er beim größten deutschen Comicverlag, der Superhelden macht, mal irgendwann mal eine schlechte Rezension gemacht hat und er dann bei einer Folgebestellung von Rezensionsexemplaren wohl eben nicht alles bekommen hätte, was er gerne gehabt hätte. Das ist mir noch nicht passiert. Ich habe dann eher so, war generell monatelang nichts gekriegt, weil das vielleicht interne Gründe hatte oder so, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es wegen der Rezension irgendwie war. Ja, aber genau sowas meinte ich. Das ist aber natürlich auch vom Verlag. Der Verlag geht ja mit das Risiko ein, wenn er Rezensionsexemplare verschickt, dass das eben auch schlecht werden könnte. Aber hätte mich mal interessiert, ob es da schon mal irgendwelche Rückmeldungen der Art gab. Es wäre Ich weiß übrigens nicht, von welchem Verlag du gerade gesprochen hast. Keine Ahnung. aber es ist halt einfach, also man muss es auch mal andersrum sehen, ja. Es gibt solche popkulturellen Produkte. Das sind Comics, das sind Bücher, das sind Filme, Musik und viele andere Sachen. Auch dieser Podcast, die gibt es wie Sand am Meer. Und wenn jetzt irgendwann ein Verlag meint, hier, nö, die kriegen von uns keine Exemplare mehr, mit denen arbeiten wir nicht mehr zusammen, also mal ganz im Ernst, dann scheiß drauf.
Also ich würde, das ist ja nicht so, dass sich das Problem ernsthaft schon entwickelt hat, weil das echt, also man muss ja generell mal, ich bin ja gerade dabei, auch so Specials für die komplette Comic-Szene zu machen, wie eben zuletzt dieses Comic-Tuber-Special, oder ich habe auch relativ gute Kontakte zu vielen Verlagen, jetzt auch im Zusammenhang mit der Vorbereitung für Erlangen. Und der Eindruck ist grundsätzlich der, dass es eine gute Community, eine gute Szene ist, wo man auch zusammenarbeitet und alle haben Bock drauf, dass die Szene noch größer wird und wächst. Und es gibt eigentlich, also soweit ich sie mitbekommen habe, keine nach außen getragenen Streitigkeiten. Das sind alle Profis genug und auch solche Vorkommnisse, dass man jetzt generell nicht mehr beliefert würde, weil man irgendwie mal eine schlechte Rezension hatte, das ist halt nicht der Fall. Und man muss halt einfach auch klipp und klar sagen, es gibt so viele Alternativen, an andere Sachen zu kommen, sodass da auf jeden Fall immer genug wäre, was man rezensieren kann. Und im Zweifel ist es halt so, dass derjenige, der nichts mehr schickt, aus was für Gründen auch immer, der fällt dann halt auch in der Berichterstattung hinten runter. So einfach ist das und der, für den wird keine Werbung mehr gemacht. Und da gibt es eben auch Verlage, die brauchen keine Werbung mehr machen, weil da halt sowieso alles gekauft wird. Die Verlage gehen unterschiedlich mit den Rezensionen um, also ob sie die zum Beispiel eben jetzt online teilen oder gar nicht teilen, dass sie vielleicht nur von einzelnen Podcasts, einzelnen Blogs oder anderen Reviewern überhaupt noch Sachen teilen und andere eben nicht mehr. Also das ist ganz unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen läuft es eigentlich ganz fluffig. Ja, das ist mein neues Lieblingswort und gegebenenfalls fällst du einfach hinten runter, wenn du Leute nicht mehr belieferst mit Rezensionsexemplaren. Okay, ja, das ist genau, das wollte ich wissen. Interessant. Also speziell zu Schreiber und Leser kann ich dann nochmal sagen, dass die tatsächlich wirklich jede Kritik dann auf ihrer Seite auch aufführen und dorthin verlinken. Tokyo Killers, was ich vorhin erwähnt hatte, mit einer eher durchschnittlichen Rezension, haben die da auch wenige Tage später schon auf ihrer Internetseite drauf gehabt. Also da kam, wie gesagt, von dem bislang auch noch kein Feedback nach dem Motto, du kriegst von mir nichts mehr. Ganz im Gegenteil. Ich hatte tatsächlich mal eine Sache dort angefordert. Da haben sie gleich einen zweiten Band hinterhergeschickt, den ich eigentlich Okay. gar nicht haben wollte, weil er mich von der Inhaltsangabe her gar nicht so gereizt hat. Ich muss dann allerdings gestehen, nachdem ich den gelesen hatte, war ich schier begeistert. Also, wobei gerade Schreiber und Leser, du hattest das vorhin gesagt mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Schreiber und Leser ist nicht wirklich, also billig. Ich hatte da zwei Alben rezensiert, Hera zum Ruhm und Tiresias. Die kosten beide, ich will jetzt nicht lügen, jeweils 24,80. Klar, ist ein Hardcover-Album, hat auch ein relativ großes Format, aber ich glaube, bei Splitter gehen die Dinge im Schnitt für 15 Euro über den Tisch. Also das ist schon ein Unterschied. Wobei ich sagen muss, inhaltlich und qualitativ würde ich immer noch behaupten, die sind ihr Geld wert. Aber wie gesagt, bei 25 Ocken muss man schon überlegen, ob man da zuschlagen will oder nicht. Ja, das finde ich, sollte halt irgendwo ein Stück weit eine Rolle spielen. Maxim, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Du bist ja nur selber auch Kreativschaffender und hast da auch einiges schon veröffentlicht. Hat nur irgendjemand deine Arbeit rezensiert? Ja, ich hatte tatsächlich schon so ein paar Rezensionen, allerdings ist auch schon ein bisschen her. Ich habe die auf meiner Website auch verlinkt. Das war einmal von dem Thomas Mühlbrand auf seinem Blog. Und ich glaube, es war auch tatsächlich meistens, ich gucke gerade selber nochmal nach, wer da noch alles dabei war. Dann hatte ich noch einen Podcast tatsächlich schon, das ich gucke gerade mal kurz. Das war, das müsste Mike Comics gewesen sein. Sekunde, kann ich euch gleich genaueres zu sagen, weil die Rezensionen sind alle mittlerweile schon ein bisschen länger her. Genau, das war einmal der Podcast hier von Hunting Down Comics, genau. Die haben das einmal rezensiert. Aber das waren alles diese ganzen Hefte, die ich anfangs gemacht habe von Hermann. Also nicht dieser Sammelband, den ich jetzt aktuell draußen habe. Deswegen musste ich gerade selber nur mal ein bisschen nachgucken. Die sind mittlerweile schon 3, 4 Jahre alt, die Rezension. Okay. Aber bisher kam da jetzt noch kein Verriss. Wobei mich das auch wirklich sehr mal interessieren würde, wenn man jemanden einen kompletten Verriss darüber schreiben würde. Würde bestimmt auch Spaß machen zu lesen. Dann schick mir doch mal was zu. Sehr gerne, kann ich gerne machen. Das machen wir jetzt ab. Zack, haben wir das geklärt. Und also das ist cool, genau. Und das ist halt, glaube ich, auch in der deutschen Szene so eine Besonderheit, dass du ja relativ unmittelbar eigentlich in den Kontakt mit den jeweiligen Künstlern auch treten kannst. Ich habe bis jetzt, weil ich aktuell den Fokus eben wirklich viel auf deutsche Indies auch lege, eigentlich immer, wenn ich direkt
Kontakt aufgenommen habe zu den Kreativen halt, zu den Autoren und Künstlern oder zum Verlag, innerhalb kürzester Zeit ein Feedback gekriegt. Einige sind sogar bereit, noch ein Kurzinterview zu geben. Das sind ja eigentlich alle ganz Ja. dankbar, wenn man da mal ein bisschen, also wirklich, muss man mal so sagen, die sind echt dankbar, wenn man denen mal ein bisschen Aufmerksamkeit zukommen lässt. Und das ist mir auch wichtig, das ist auch Ziel der Sache. Und es ist eigentlich cool, wenn man da rezensiert wird und vielleicht auch in irgendeiner Form von, naja, für Tor ist es ja noch nicht unbedingt, aber in irgendeiner Form von Szene-Magazin einfach auffällt. Das stimmt, das auf jeden Fall auch. Wenn ich was vergessen hatte hier, Tobi von Topfree, der hat auch schon ein paar Reviews geschrieben zu den Heften. Von Tobi genau. Von? Topfree.de. Ah ja. Ist auch so ein Online-Spiele-Magazin, sowas, genau. Ja, aber ansonsten jetzt aktuell keine größere. Ich kann dir das gerne mal zuschicken, Lars, und dann kannst du gerne verlässt ja. darüber schreiben, wie gesagt. Ja. Nee, das ist nicht schlecht. Da schauen wir dann später nochmal. Ja, dann vielen Dank erstmal für den Rundumschlag zu Rezension und Manga. Das war doch sehr spannend, vielleicht auch mal für die Außenstehenden. Der Andi von Geek Whisper sucht regelmäßig auch neue Leute, die da Bock haben, mit hier beim Autorenteam mitzumachen. Aktuell haben wir Interesse an Leuten wohl, die auch gerne mal Filme gucken und vielleicht auch, keine Ahnung, ihren Netflix-Account da quasi mal ein bisschen auch zu Rezensionszwecken nutzen wollen. Also Leute, meldet euch einfach mal, es macht einfach super viel Spaß, es ist eine tolle Community und es bietet eine Handvoll Vorteile, einfach mal damit mitzumachen. Ja, und Maxim, ich weiß, bei dir, du hast mir, das war auch geil, du bist der, glaube ich, erste Teilnehmer am Telestammtisch, der mir vorab eine ausführliche, längere E-Mail geschickt hat, mit wirklich, wo man merkt, ey, du hast dir richtig Gedanken gemacht, was für Themen wir heute so ansprechen könnten. Und also Respekt an der Stelle. Ja, danke dir, danke dir. Was ist denn so das, wo du sagst, da sollten wir heute vielleicht was drüber quatschen? Wir hatten ja vorab auch schon so ein bisschen geschrieben. Ja, was jetzt aktuell, was ich jetzt drauf hatte, was du ja gesagt hast, ich sollte mal ein paar Kinofilme raussuchen, so, wo wir ein bisschen so Erwartungen an 2018 besprechen könnten oder auch was wir 2017 gesehen haben, von welchem wir vielleicht enttäuscht wurden. Das fand ich nochmal ganz interessant zu hören, jetzt vor allem von euch beiden halt. Ich habe 2017 zum Beispiel jetzt das letzte, was ich glaube gesehen habe, war außer Star Wars 8 Justice League. Wie fandet ihr den? Den fand ich, ging so. Lars, du zuerst, ich brauche ein bisschen. Das geht schnell. Ich muss ja. zu meiner Schande gestehen, ich habe den nicht gesehen, obwohl das Ach so, okay. einer der Filme ist, auf die ich am meisten gewartet habe. aber es hat sich, also ich habe so ein paar Kollegen, mit denen gehe ich regelmäßig, was heißt regelmäßig? Wenn ich ins Kino gehe, gehe ich mit denen ins Kino, es sei denn, ich gucke mit meiner Tochter einen Film. Und aber die ist 7 und da ist dann Justice League auch noch nicht das Richtige. Aber wir haben tatsächlich keinen Termin gefunden und plötzlich war er raus aus dem Kino. Also, das kenne ich aber auch, das kenne ich aber auch. Bittere Nummer. Ja. Also bei Justice League ist es halt einfach mal so, dass ich bin halt im Herzen, ganz tief im Herzen, bin ich Fan von DC. Und wenn da meine Lieblings-Superhelden alle gebündelt auf die Leinwand kommen, dann würde es mir auch reichen, wenn sie da einfach 2 Stunden am Stück im Kreis tanzen. Ich fände es geil. So, das muss man halt mal schon mal vorab sagen, weshalb mir eine objektive Bewertung einfach nicht möglich ist. Ich habe da ja auch auf der Internetseite, deren Namen wir heute schon 1000-mal erwähnt haben, geekwhisper.de, eine Filmkritik. Wie heißt die Seite nochmal? Ja. Eine Filmkritik geschrieben und ist einfach so, ich fand da richtig viel richtig gut dran, mir hat einiges sehr gut gefallen, auch anderes wieder überhaupt nicht, so dass man, das wäre so ein Ding, wo ich halt so hin und her gerissen bin zwischen 2 Stühlen und da im Zweifel dann einfach das Fanherz siegt. Ja, also natürlich ist diese ganze CGI-Gedöns mit dem Gesicht von Henry Cavill absolut katastrophal. Das mit dem Schnurrbart, stimmt das? Ja, habe ich neulich erst gelesen, ja. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja... Natürlich, das kann man nicht schönreden. Und natürlich ist die Story flach, natürlich ist der Gegner eindimensional und unspektakulär im Endeffekt. Klar, auf der anderen Seite habe ich einen fantastischen Flash bekommen. Ich habe generell eine ganze Menge tolle Interaktionen einfach zwischen den Charakteren bekommen. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich Wonder Woman sehe, aus verschiedenen Gründen. Und das ist einfach der Hammer, das muss man einfach mal sagen. Und deswegen war es gar nicht möglich, dass der Film floppt. Jetzt so im Nachhinein ist natürlich blöd, wenn man halt weiß, wie die Entstehungsgeschichte des Films war, wie das mit Zack Snyder lief, wie der Übergang zu Joss Whedon war, wie die sich dann im Endeffekt auch Sachen es nicht in den Film geschafft haben, die ich als Fan gern gesehen habe, oder wie dann auch, also ein Beispiel mal nur, ohne jetzt für Details zu verraten,
soll ja durchaus so sein, dass der Superman auch eine Rolle spielt in dem Film, ja, und wie er quasi wieder in den Film geführt wird, das ist wohl jetzt hier anders umgesetzt worden, als es ursprünglich mal angedacht war, und das sind alles so Sachen, das tut mir natürlich ein bisschen weh, das zu hören, und ja, der Film hätte millionenmal geiler sein können, aber ich werde mir auf jeden Fall den Extended Cut kaufen, wenn er jetzt die Tage rauskommt. Auf jeden ja, Fall. Ja, das werde ich auch. Das war ja wohl schon bei Batman vs. Superman eine sehr gute Entscheidung, sich den mal anzugucken. Ja. Also dazu muss ich jetzt auch mal was sagen. Das Übel bei DC fing in meinen Augen eigentlich mit dem Verriss von Man of Steel schon an, den ich persönlich eigentlich richtig klasse fand. Ich habe keine Ahnung, was die Leute an dem Film so richtig scheiße gefunden haben. Also das Einzige, was ich mittendrin mal dachte, war, dass diese Szenen, wo er dann durch die Welt wandert und da auf einer Bohrplattform ist und was weiß ich nicht alles, hätte man ein bisschen kürzer fassen können. Da hatte er so seine Längen, fand ich. Aber ansonsten war Man of Steel für mich ein klasse Film. Und insbesondere das Ende, als er Zod als er ihn um die Ecke bringt, ist eine super Erklärung dafür, weshalb er nachher auch in Batman vs. Superman nicht der Pfadfinder ist, sondern schon ein bisschen bestimmter auftritt, um das mal so zu formulieren. Und Batman vs. Superman, das Grundproblem an dem ist in meinen Augen tatsächlich gewesen, dass mein Eindruck der ist, dass der Film ursprünglich einen anderen, nämlich ein Man of Steel 2, hätte werden sollen und dass man aus welchen Gründen auch immer meinte, man müsste dann Batman da noch mit reinbringen. Das ist in meinen Augen das Grundübel eigentlich von Batman vs. Superman, den ich trotzdem immer noch total klasse finde. Gerade auch, weil Batman als dieser verbitterte alte Mann, der ja auch schon einiges an Toten hinter sich gebracht hat, ich denke da jetzt nur an das Robin-Kostüm in seiner Höhle, wo man als Fan dann auch schon weiß, was eigentlich dahinter steckt und wo man sich dann auch schon erklären kann, warum er ist, wie er ist. Aber gerade diesen düsteren Batman haben ja auch viele plötzlich völlig verrissen. Da habe ich mich gefragt, haben die alle den Miller nicht gelesen oder warum findet man das jetzt so schlimm? Und der einzige Film, wo sie dann nachher wirklich nicht groß rumgepfuschert haben, das ist in meinen Augen Wonder Woman gewesen. Der ist für mich wie aus einem Guss, der ist so geworden, wie die Regisseurin und die Drehbuchautoren ihn haben wollten. Und über Gal Gadot als Wonder Woman brauche ich, glaube ich, nichts sagen, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ja, das stimmt. Ich fand den total genial, den Film. Das Einzige, was da wirklich störte, war, dass Ares nachher in seiner Gottesgestalt dann immer noch aussah wie ein kleines Hutzelmännchen, aber okay, mit Schnurrbart. Aber das mit Schnurrbart vor allem, ja, genau. Ja. Aber der war total genial. Und im Vorwege zur Justice League hatte ich tatsächlich auch den Eindruck, dass der Film Musterbeispiel davon ist, wie man eine schöne, gute Grundidee verschlimmbessert. Und zwar von Mal zu Mal immer mehr. Ich glaube, der hätte man den so gemacht, wie der Snyder den hätte haben wollen und machen wollte, hätte man den so gemacht, das wär ein super Kracher geworden. Genauso wie bei Batman vs. Superman auch, den man dann ja auch teilweise sinnfrei gekürzt hat. Den Extended Cut kenne ich leider nicht, weil ich keinen Blu-ray-Player habe. Das Ding gibt es leider nur auf Blu-ray. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Vertrauen in die Leute setzen würde, die Filme tatsächlich dann auch machen, als Ausführende, dann würden das auch bessere Dinger werden. Also ja, alles, mir das, was an Kritikpunkten kam, würde ich tatsächlich dem anlasten, dass da die Studios reingeredet haben. Was mein Problem vielleicht so ein Stück weit ist, ich bin ein unglaublicher Verehrer von der Nolan-Trilogie und deswegen messe ich immer so ein Stück weit die DC-Filme mal daran und das ist vielleicht mein Fehler, dass es da für mich persönlich vielleicht nicht so viel reinkommt. Ich glaube, das Thema kann man gar nicht erschöpfend behandeln, da haben auch schon viele Leute viel schlaue Sachen gesagt. Das stimmt. Das und sie sind ja, die DC-Filme und ja generell die Superheldenfilme sind ja auch wirklich nur ein Teilaspekt der wirklich tollen Filme, die wir in den letzten Jahren so bekommen haben. Auch viel Schrott dabei, ist mir schon klar. Aber also können wir jetzt leider, also ich hoffe einfach, dass die das nach Aquaman durchziehen und dass es irgendwie ein Konzept gibt. Ja, wollen wir auch vielleicht mal ein bisschen langfristig gucken. Im November kommt ja dann eben der Aquaman, der wohl auch schon abgedreht ist. Da wird sich jetzt auch so schnell nichts mehr dran ändern. Ich hoffe, dass die da jetzt nicht noch nachträglich irgendwelche Nachdrehs machen müssen oder so. Also wenn ich da was von hören würde, das wäre echt katastrophal.
Kurze Frage, wie ist der aktuelle Stand bei dem Batman-Film, der jetzt nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wann soll der rauskommen? Wie ist es da mit den Hauptdarstellern und Regisseuren? Da kommt ja gefühlt irgendwie alle 5 Minuten eine neue Eilmeldung raus. Ja, richtig. Und genau aus dem Grund weiß ich auch nicht, ob es da sowas wie einen aktuellen Stand gibt. Also bis die Folge veröffentlicht ist, kann das schon wieder ganz anders aussehen. Weiß ich Ja. nicht, keine Ahnung, kann ich gerade nicht sagen. Okay. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ja, und da gibt es jetzt ja 2018 eine ganze Menge Filme, die da an den Start kommen. Ich weiß nicht, habt ihr die Tage den Trailer gesehen von Star Wars Solo, Star Wars Story? Yep, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Den Bei für Star den Wars Trailer. bin ich raus. Ja, ich bin auch gar nicht so ein großer Star Wars-Fan. Ich bin da eher durch Freunde so reingeraten, jetzt die aktuellen Sachen mehr angeguckt, dann halt auch die alten Filme, wobei von denen glaube ich auch nicht alle. Und habe mir den angeguckt, den vom Super Bowl, den, wo irgendwie nicht gesprochen wurde drin, den fand ich jetzt irgendwie ziemlich nichtssagend, aber als ich mir nochmal die ausführlichere Version da angeguckt habe, was heißt ausführlicher, das war halt ein paar Sekunden länger, fand ich es. Ja, sah ganz interessant aus, aber kann ich mir ehrlich gesagt noch nicht viel drunter vorstellen. Findest du, der sieht aus, wie ein Han Solo aussehen sollte? Nee, also an Harrison Ford kommt da, glaube ich, keiner ran. Ich glaube, die Fußstapfen kann niemand füllen. Ist so krass, ich habe noch keinen gehört, der das nicht auch so sehen würde. Und das ist ja Oder. gar nicht mal so, dass der jetzt vielleicht schlecht besetzt wäre, wobei man auch da Geschichten gehört hat, dass der während der Drehs nochmal einen Schauspiellehrer zur Seite gestellt bekommen hat, um halt nochmal ein bisschen, ja, also wirklich, das Studio, das sind Gerüchte, man hört mal, es ist also Gerüchte, das Ja. Studio soll dermaßen entsetzt gewesen sein von seinen schauspielerischen Qualitäten, dass sie halt noch einen Lehrer an die Seite gestellt haben. Und Ist ja nachdem sie ihn großartig. gecastet hatten, ja, und da ist ja auch schon der Regisseur inzwischen gewechselt. Also das ist auch wieder so ein Beispielfall für Höhen und Tiefen in der Produktion. Also jetzt mal ganz ehrlich, Schauspieltalent bei Star Wars, also die haben dann Christian Hendrick gesehen, oder? Also die Liebesszenen mit der Natalie Portman und mit Ethan Hayden, die sind so mit das Schlechteste in dem Bereich, was man sehen kann. Also, Entschuldigung. Da stimmen ja auch viele Dann der freue Fans ich mit das dir ja nicht. überein, Einigen wir uns darauf, dass dich die Manga-Fans lynchen und dich die Star Wars-Fans. Brauche ich noch irgendwelche, brauche ich noch irgendeine Fangemeinde, die ich verärgere mit einem Kommentar? Jetzt, Freut ihr euch auf Deadpool 2 dieses Jahr? Oder ist das nicht so euers? auf jeden ich muss Fall. gestehen, ich habe Ja, ihn oder? das erste Mal jetzt tatsächlich gesehen, als er im Fernsehen lief. Mhm. Und auch die Comics, die sind bislang sowas von an mir vorbeigegangen. Ich Ja. glaube, der einzige Comic mit Deadpool, den ich mal gelesen hatte, war dieses Spider-Man-Heft, das es mal gratis irgendwie gab. Das habe ich mal bei irgendeiner Bestellung mit dabei gehabt. Es ist eigentlich so gar nicht mein Ding, aber den Film muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe den gesehen und ich fand ihn tatsächlich lustig. Also. Hast du die Uncut-Version gesehen oder die ab um 20:15 Uhr, wo ich sag mal einige Szenen draußen 20:15 Uhr. waren? Ja, es gab da, 20:15 Uhr. ja, da waren einige Szenen, also als ich das geguckt habe, ich hatte noch den Kinofilm im Hinterkopf und dachte mir, da fehlt einiges drin irgendwie. Nehme ich mal an, wenn Viertel nach 8 kam. Da kam, glaube ich, dann im Anschluss, ich selber habe ja gar keinen Kabelfernsehen mehr, aber da kam, glaube ich, im Anschluss dann ab 10 nochmal die ungeschnittene Fassung. Genau. Deswegen hatte ich gefragt. Da, wobei das ist tatsächlich sogar bei Family Guy auch eine Serie, die ich sehr gerne gucke, bei ProSieben so. Wenn man die sich anguckt, ganz normal nachmittags oder auch abends, da ist die teilweise so zusammengeschnitten, das ist unglaublich. Da ist eine Szene und die nächste Szene, da siehst du eindeutig, dass dazwischen irgendwas passiert ist, weil alles voll mit Blut ist oder so. Und du denkst dir, was ist denn da gerade passiert, Leute? Also, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe halt, dass die ihren Stil beibehalten. Und ich bin mal gespannt, ob der Fox-Disney-Deal jetzt so sauber über die Bühne gehen wird, wie manch ein Fan das hofft. Und wenn das so sein sollte, wie das dann mit dem ja, mit Deadpool einfach weitergeht, ne? Bin ich sehr gespannt. Und ich bin mal gespannt, ob sie darauf Anspielungen machen im neuen Film. Oh, meinst du das schon drin? Na gut. Ich weiß es nicht, ist halt die Frage, ne, ob das ist, aber ist, denke ich mal, alles schon abgedreht. Die werden jetzt schon in der Ja. Post-Production sein, ne? Das ist schade. Wenn das noch reingekommen wäre, dann wäre es bestimmt sehr gut geworden. Vielleicht so eine Post-Credit-Scene oder so, das weiß Ja, man genau nicht. sowas, ja. Nach dem Abspann sowas, irgendwas. Ich hasse ja immer die Leute, die vor dem Abspann rausgehen und die paar, die dann noch sitzen bleiben, grinsen sich immer ins Fäustchen, wenn dann danach die Szene kommt. Deadpool 2, klar freue ich mich da drauf. Noch ein bisschen eher freue ich mich. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt die ganzen Superheldenfilme durchgehen sollen, aber ich habe jetzt halt diesen Trailer für Avengers 3, also für Infinity War gesehen und ein bisschen Bock habe ich da schon drauf, ne? Ein bisschen.
Ja, doch, das sah auch sehr geil aus, auf jeden Fall. Ich habe ja immer das Glück, auch mir den einen oder anderen Film vorab schon anschauen zu können, weil er teilweise eben schon in den Staaten gestartet ist oder generell eben in den Presseverführungen da zur Verfügung gestellt wird. Und da gibt es auch eine ganze Menge tolle Sachen. Jetzt ist gerade gekommen, mache ich wiederholt Werbung, habe ich die Rezension auch schon online, deswegen jetzt nicht zu viel dazu. Aber meine Entdeckung der letzten Zeit war auf jeden Fall Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das ist ein Drama. Nur so viel, aus meiner Sicht ist er vollkommen zu Recht nominiert für den besten Film bei den Oscars, aus ganz vielen Gründen. Ja, dazu mal die Rezension, kann ich euch gerne mal, hört sie euch mal an. Ein Megafilm, ja. Also wäre vielleicht auch so ein Genre, das ich mir jetzt nicht unbedingt so jederzeit einfach mal so geben würde, aber das ist echt eine Empfehlung von mir, der hat mir super gut gefallen. Ist die Frances McDormand, ist die nicht auch vorgeschlagen für einen Oscar? Die Ja, Hauptdarstellerin? ich glaube schon, ja. Die finde ich ja seit Fargo, finde ich die ja einfach nur klasse. Und die Die kennen ja sicher auch den Film, ne? Ja klar, ja klar. Tatsächlich muss ich zu meiner ganz großen Schande gestehen, dass ich ihn nie gesehen habe. Es ist eine große Ja, Asche, Haupt und so. Wissenslücke. Ich werde mich gleich reumütig vom Fernseher setzen. Ist natürlich auch, hat er schon jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel, muss man dazu auch mal sagen. Ne? Also ich meine, Maxim, du bist auch noch ein bisschen jünger, Ich glaube bin ich. 18, ja, ich bin Ja, 18 genau. geworden gerade erst. Insofern kann ich Oh, das süß. schon nachvollziehen. Ich sehe gerade, weil ich hier so eine Liste habe mit den ganzen Filmen, die dieses Jahr rauskommen. Spider-Man kommt dieses Jahr schon im Oktober neu raus. Oktober schon, echt? Oktober schon, Yes, 4.10. steht hier. Spider-Man Venom. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Venom, nee, das Entschuldigung, oh Spiel. Gott, ja. Tatsächlich. Das ist ja unglaublich. Wieder Ja. mit Tom Holland, ja, wahrscheinlich, ne? Haben die das Nee. alles in eins durchgedreht oder was soll das? Nee, 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 nee. Nee. Das und zwar, ich glaube, die Liste, die du hast, ist nicht ganz korrekt. Genau genommen kommt Nee, das kann gut sein. ein Venom-Film wird kommen, somit Ach. eben, Ach, tatsächlich, ja, ich sehe es helfen wir mal auf die Sprünge, wie der Hauptdarsteller heißt. gerade. Ich gucke gerade. Nee, das ist er nicht. Nicht Tom Hardy, nein, nein, oder? Na doch, der ist doch der aus Ist das der Tom aus der Hardy? aus der aus Ja, der hier. hat ja auch, ja, aus Batman auch, genau, stimmt, Genau, ja, ich gucke gerade. genau. Ja, doch, stimmt, es war Tom Hardy. So, und das ist grundsätzlich eine Figur, deren Rechte Sony hat. Das heißt, die wollen einen Ach, Film mit die der Nummer ist es Figur wieder. bringen. Ja, Genau, ja. genau sieht's aus. Und es Okay. wird aber natürlich so sein, dass an Spider-Man die Rechte genau genommen ja auch noch Sony hat. Ja, Und ja. es ist davon auszugehen, auch wenn sie noch nicht an die große Glocke gehangen haben, dass wir da Tom Holland natürlich sehen werden. Okay, alles klar. Zumindest Ja, kurz. hatte mich gerade ein bisschen gewundert, dass diese Liste hier durchgegangen war. Ist ja genau dasselbe wie dieser Quatsch, dass sie jetzt dieses Jahr wieder eine Realverfilmung vom Dschungelbuch rausbringen. Wobei letztes oder vorletztes Jahr auch schon einer rauskam, weil das eine war irgendwie von Disney und das andere von Warner. Ich weiß nicht genau, wie es war. Irgend sowas. Ja, also, jo, da bin ich mal gespannt. Was hast du noch für Filme auf dem Schirm? Ich gucke gerade, was ich mir noch so angekreuzt habe. Ja, Aquaman, Ant-Man 2 habe ich leider im ersten gar nicht gesehen von. Wie war der? Unterhaltsam, Ja. kurzlebig. Es ist natürlich jetzt nicht unbedingt eine sonderlich tiefe Handlung, so das machen wir uns nichts vor. Aber das muss er ja auch nicht. Also wenn er ähnlich unterhaltsam und lustig ist und auch ungezwungen, wie es jetzt also der erste Teil war, dann kann man da nichts falsch machen. Der kommt ja auch schon bald, der Trailer ist jetzt die Tage auch schon rausgekommen. Ja, der kommt am August kommt er, genau. Anfang August. Und dann natürlich noch der neue X-Men im November, Anfang November. Das ist, ach ja, hier Dark Phoenix, ne? Dark Phoenix, Dark genau. Phoenix, ja. Steckt ihr in den X-Men-Comics drin? Also, ich meine, Lars, kennst du die X-Men-Comics? Da bin ich schon, also ich bin damals eingestiegen bei Age of Apocalypse, als Panini das in den Heften damals noch brachte. Hab das auch ewig gelesen, bin aber auch schon seit einer Ewigkeit wieder draußen. Also die letzte Storyline, die ich gelesen hatte, war Ghostbox. Das war irgendwie, als Scott, meine ich, ein neues Team anführte und die sich in San Francisco irgendwo niedergelassen haben. Das ist aber, oh, ich will jetzt nicht lügen. Ist das jetzt auch schon bald 10 Jahre her? Aber Könnte bis gut dahin habe sein. ich wirklich alles, ja, also bis dahin habe ich wirklich alles gelesen, was da an X-Men in Deutschland rauskam. Ich bin leider bei X-Men raus, tut mir leid. Da muss ich euch mal zuhören jetzt. Ja, kennt mich auch nicht so gut aus. Also Dark Phoenix, die Storyline, die erschien ja auch schon vor Panini. Da weiß ich gar nicht, ob ich die irgendwann mal gelesen habe. Tatsächlich diese klassische Storyline. Also
die Rückkehr des Phönix und diesen ganzen Kram und da gibt es noch Kriegsgesang des Phönix und was weiß ich nicht alles. Die habe ich alle mal gelesen, aber ich glaube, die Originalstory selber gar nicht. Ja, cool. Da haben wir jetzt so einen ganz, ganz kleinen, wirklich so einen zarten Ausblick auf die Kinofilme, die uns da in 2018 erwarten, jetzt auch mal kurz bequatscht. Und ich finde, dafür sind diese Stammtische immer ganz gut geeignet, dass man halt mal so ein bisschen mal rumspekuliert und sich mal einfach mal austauscht. Und jetzt ist das ja so, dass Maxim ein verdammt schlauer Typ ist und der schreibt zeitnah sein Abi. Und jetzt habe ich gehört, dass du heute zeitlich auch ein bisschen eingeschränkt natürlich einfach auch nur Zeit hast und wir dich deswegen jetzt hier verabschieden können. Ja, es tut mir sehr leid, ich komme gerne wieder. Ja, also wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst und dafür haben wir jetzt jemanden am Start, der dich nicht ersetzen kann, aber die Runde erweitern kann. Also danke dir erstmal, Maxim. Gell? Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Jo, ciao. Hau rein. Ciao. Ganz kurz, hier machen wir mal eine kurze Unterbrechung, denn es sieht gut aus. Der Engin, ich sehe den jetzt plötzlich als online. Das ist schon mal, ein gutes Zeichen. Moin Engin, hörst du uns? Es klingt ein bisschen wie R2D2. Ja, jetzt musst du nur noch sagen, Widerstand ist zwecklos und dann sind wir alle assimiliert. Und der mit deinem PC, der hatte sich ja irgendwie jetzt hier neu gestartet, Updates gezogen und keine Ahnung, ne? Ja, das habe ich jetzt gerade eben alles gemacht und dann hat das hier ewig gedauert. Aber das Skype, das zeigt dir einfach nichts an. Also ich habe das ja gegoogelt, ne, und 100.000 Menschen haben die gleichen Probleme, aber so richtig eine Lösung wird nicht angeboten. Liebe Leute, vielen Dank. Ihr habt schon gemerkt, es war ein ganz schönes Chaos. Ich danke euch trotzdem, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und habt euch das Ganze angehört. Hier bei dieser Sonderausgabe, die unabhängig von der regulären Zählung läuft. Sie sollte ursprünglich mal als Ausgabe 16 laufen. Jetzt wird sie irgendwo nach der 17 kommen. Wir müssen mal schauen. Seid nicht überrascht. Wie immer freuen wir uns über Feedback jeglicher Art. Sowohl unter dem YouTube-Upload könnt ihr kommentieren. Ihr könnt im Blog kommentieren. Auf Twitter, Instagram, Facebook könnt ihr überall schreiben, wie es euch gefallen hat. Ich werde es natürlich entsprechend alles online stellen. Ich freue mich von euch zu hören und ich freue mich auch drauf, dass ihr eventuell irgendwann mal teilnehmt bei uns hier beim Telestammtisch bei der regulären Ausgabe, wo ein jeder seine Themen selbst mitbringt und wir einfach mal drauf losplaudern über Gott und die Welt im weitesten Sinne um Hobbys. Ladies and Gentlemen, vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.